In den letzten Jahren waren die allgemeinen Rahmenbedingungen menschlicher Existenz einem raschen Wandel unterworfen. Die Versorgung der industrialisierten Länder mit Energie rückte in den Mittelpunkt eines gewandelten gesellschaftlichen Bewusstseins. Die Energieverknappung bei weltweit wachsendem Bedarf hat vor undurchsichtigen weltpolitischen Hintergründen zu starken Preisschwankungen mit deutlichem Aufwärtstrend für den Verbraucher geführt. Der Erweiterung des Straßennetzes wurden durch fiskalische und infrastrukturelle Probleme zum Teil einschneidende Grenzen gesetzt. Rohstoffverknappung und Energiebedarf bei der Produktion technischer Produkte nahmen Einfluss auf Werkstoffwahl und Fertigungsverfahren. Zunehmende Anforderungen an die Lebensqualität unter dem Aspekt der Erleichterung körperlicher Arbeiten und steigender Kostendruck bei veränderten weltwirtschaftlichen Einflüssen führten zu tiefgreifenden Veränderungen im Produktionsablauf. Vor dem Hintergrund dieses ökonomischen und technologischen Wandels wird die Mercedes-Typenpalette um eine neue, kompaktere Baureihe, zunächst mit den Modellen 190 und 190i, ergänzt. Bei den Konzeptionsbesprechungen standen die aus den gewandelten Rahmenbedingungen folgenden Entwicklungsziele im Vordergrund. Kleine Außenabmessungen, geringes Gewicht, geringer Luftwiderstand, daraus resultierend niedriger Kraftstoffverbrauch. Nach Abwägung aller Pro- und Kontra-Argumente Motor vorn, Antrieb hinten, auch für diese Größenklasse. Überdurchschnittliches Fahrverhalten bei anspruchsvollem Fahrkomfort. Hohe aktive und passive Sicherheit. Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit. Das alles bei einer eigenständigen Stilistik, jedoch ohne Verzicht auf die typischen Mercedes-Benz-Merkmale. Gerade darin bestand die eigentliche Herausforderung an die Stilisten, ein kompakteres und für Daimler-Benz-Maßstäbe leichtes Fahrzeug zu entwerfen, das trotzdem sofort als ein Mercedes zu erkennen ist. Mithilfe der Laserstrahltechnik erfolgt die exakte Vermessung der Größe der Stirnfläche der Fahrzeugmodelle. Im Windkanal werden die Strömungsverhältnisse beobachtet und die am Modell angreifenden Luftkräfte gemessen. Die Ergebnisse beeinflussen die Gestaltung des 1:1 Modells. Im großen Windkanal wird die Feinabstimmung der Außenform des Modells in natürlicher Größe vorgenommen. Hier können die Auswirkungen von Änderungen unmittelbar nach deren Ausführung studiert werden. Der Erfolg jeder einzelnen Maßnahme wird sichtbar. Die Abstimmung von Form und Höhe der Dachkontur und der Heckhinterkante ist für den Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs von großer Bedeutung. Das auf der Grundlage des optimierten Tonmodells erstellte Hartmodell bestätigt die Richtigkeit der Konzeption. Schließlich konnte ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,33 erreicht werden, obwohl einige Maßnahmen an der äußeren Fahrzeugkontur im Zielkonflikt mit der aerodynamischen Optimierung stehen, wie zum Beispiel der Wasserkanal zur Schmutzfreihaltung der Seitenscheiben. Hier wurde bewusst der Sicherheit der Vorzug gegenüber der Aerodynamik gegeben. Die endgültige Form wird schließlich abgetastet und steht als mathematisches Flächenmodell für die weitere konstruktive Arbeit zur Verfügung. Unabhängig von der typgebundenen Fahrzeugentwicklung tasten sich auf ganz andere Weise und an anderer Stelle die Konstrukteure in technisches Neuland vor. Neue Grundprinzipien werden studiert, mit bekannten Konstruktionen verglichen und mit Hilfe von Rechnungen und Erfahrungswerten auf ihre Eignung für Serienfahrzeuge überprüft. Speziell die völlig neu konzipierte Hinterachse für die neue Baureihe stellt eine wesentliche technische Innovation dar. Jedes Hinterrad wird von 5 räumlich angeordneten Lenkern geführt, daher die Bezeichnung Raumlenkerachse. Vor der Entscheidung über die endgültige Fahrzeugkonzeption wurden umfangreiche theoretische Arbeiten und mithilfe verschiedener Erprobungsträger auch praktische Erprobungsarbeiten zur Fahrwerksabstimmung durchgeführt. Der Fahrwerksentwicklung lagen folgende Hauptziele zugrunde, die wegen der besseren Sicht auf die Achsen am Demonstrationsfahrzeug erläutert werden.
Optimierung von Geradeauslauf, Seitenkraftlenken und Lastwechselreaktion durch kinematische und elastokinematische Abstimmung. Überdurchschnittlicher Fahrkomfort durch Mehrfachisolation der Radaufhängung sowie günstige Einleitung der dynamischen Radkräfte in die Karosserie über weit außenliegende Stoßdämpfer und getrennt davon angeordnete Federn. Niedriger Reifenverschleiß durch geringe Spur- und Sturzveränderung. Die Vorderachskonzeption sollte Raumökonomie, gutmütige Lenkeigenschaften bei optimaler Lenkpräzision und guten Fahrkomfort miteinander verbinden. Realisiert wurden diese Anforderungen mit einer Dämpferbeinachse. Dabei übernehmen die Stoßdämpfer zusammen mit den Dreiecksquerlenkern die Radführung. Die Federn befinden sich neben den Stoßdämpfern auf den Querlenkern. Großvolumige Gummilager erhöhen den Fahrkomfort. Bereits im Konstruktions- und Berechnungsstadium wird ein weiteres wesentliches Ziel der Fahrwerksentwicklung realisiert. Möglichst geringes Gewicht unter Berücksichtigung der für Daimler-Benz typischen hohen Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit. Umfangreiche Erprobungen auf verschiedenen Prüfständen simulieren sowohl die Kräfte und Momente aus dem Antriebsstrang, als auch die verschiedenen Belastungen, die von der Fahrbahn ausgehen. Während ein servohydraulischer Straßensimulationsprüfstand, der mit Hilfe eines Prozessrechners gesteuert wird, das Fahrwerk extrem belastet, werden gleichzeitig an anderer Stelle umfangreiche konstruktive Arbeiten an der Karosserie durchgeführt. Berechnungen unter Einsatz der Finite-Elemente-Methode unterstützen den Konstrukteur bei der Auslegung seiner Entwürfe bezüglich Steifigkeit und Gewicht. An Rohkarosserien erfolgt die Überprüfung der Schwingungseigenschaften nach Eigenfrequenz, Phasenlage und Schwingformen mit dem Ziel weiterer Verbesserung des Fahrkomforts. Auf einem anderen Schwingungsprüfstand wird zur Kontrolle der Betriebsfestigkeit und Dauerhaltbarkeit die Belastung einer Schlechtwegstrecke nachgefahren. Bleche höherer Festigkeit, die eine um 30% höhere Energieaufnahme bei plastischer Verformung gewährleisten, schützen die Insassen bei schweren Unfällen. Der Vorbau ist durch seine spezielle Konzeption zur günstigen Übertragung von Kräften der vorderen Längsträger in die Fahrgastzelle, besonders für den Schutz der Insassen bei versetzten Frontalkollisionen ausgelegt. Dieser Kollisionsart kommt unter den schweren Straßenverkehrsunfällen die größte Bedeutung zu. Deshalb wurden hieraus resultierende Ansprüche an die Fahrzeugstruktur von Anfang an bei der Entwicklung besonders berücksichtigt. Bei einem Überdeckungsgrad von nur 40% stellt gerade die einseitige Krafteinleitung an die Verformungseigenschaften des Vorbaus und die Steifigkeit der Fahrgastzelle höchste Ansprüche. Eine neu konzipierte Lenkungsanordnung verhindert selbst bei dieser ungünstigen Beanspruchung zu weites Eindringen der Lenkung in den Fahrgastraum. Alle Kollisionsarten werden entsprechend ihrer Bedeutung bei der Gestaltung der Karosserie berücksichtigt. In zahlreichen Versuchen wird die Struktur des Fahrzeugs überprüft und anhand der dabei gewonnenen Ergebnisse weiterverbessert. Damit ist das Crashverhalten des gesamten Fahrzeugs nach den neuesten Erkenntnissen der Daimler-Benz-Forschung optimiert. Dieses Fahrzeug kann, ebenso wie die übrigen Typenreihen von Daimler-Benz, auf Wunsch mit einem Airbag für den Fahrer zusätzlich zum Gurt und einem Gurtstrammer für den Beifahrer ausgestattet werden. Auch der Schutz von äußeren Verkehrsteilnehmern war mit ein wesentliches Entwicklungsziel. Trotz verschiedener Optimierungsmaßnahmen durch nachgiebige Gestaltung des gesamten Motorhaubenbereichs bis zur Haubenhinterkante mit teilweise versenktem Scheibenwischer werden bei diesen Versuchen stets die Grenzen der Schutzmöglichkeit durch konstruktive Maßnahmen am Fahrzeug deutlich. Die Reparaturfreundlichkeit wird bei Aufprallversuchen mit geringeren Aufprallgeschwindigkeiten unter Beweis gestellt. Die hier möglichen Abschnittreparaturen reduzieren die Kosten. Vor allem die sich selbst regenerierenden Stoßfänger tragen zur Verringerung von Reparaturkosten bei Bagatellunfällen bei.
Aufprallgeschwindigkeiten bis 4 Kilometer pro Stunde rufen noch keine bleibenden Beschädigungen hervor. In Fahrversuchen erfolgte die Abstimmung des Eigenlenkverhaltens durch gezielte Veränderungen der elastokinematischen Eigenschaften der Vorder- und Hinterachse bei stationären und instationären Fahrzuständen bis in den Grenzbereich. Durch eine über den Lenkeinschlag veränderliche Übersetzung bei der mechanischen Lenkung konnte die Lenkpräzision erhöht werden, ohne dass beim Einparken zu hohe Lenkkräfte aufgebracht werden müssen. Schließlich wurden Fahreigenschaften erreicht, die neue Maßstäbe setzen. In Fahrversuchen mit verschiedenen Wohnwagen und einem Experimentieranhänger wurden sichere Fahreigenschaften auch im Gespannbetrieb bestätigt. Auf Wunsch können die Fahrzeuge ab Werk mit einer abnehmbaren Anhängekupplung ausgerüstet werden. Bei plötzlich luftentleertem Reifen wirkt der Störkrafthebelarm, der sich aus der Vorderachsgeometrie ergibt, richtungsstabilisierend. Das bereits bewährte Anti-Blockiersystem, das bei Vollbremsung noch Lenken ermöglicht, steht auch für diese Baureihe als Sonderausstattung zur Verfügung. Selbst bei einseitig glatter Fahrbahn bleibt das gebremste Fahrzeug in der Spur. Auch Fahrkomfort lässt sich objektiv messen. Mithilfe eines Messsitzkissens und Beschleunigungsaufnehmern werden die Schwingungen im Fahrbetrieb auf Messstrecken erfasst und nach verschiedenen Frequenzbereichen analysiert. Langer Radstand, große Federwege, weiche Federung und Gasdruckstoßdämpfer ergeben im niedrigen Frequenzbereich einen guten Fahrkomfort. Höherfrequente Stuckerschwingungen und Schwingungen im Antriebsstrang werden analysiert und über Bildschirm zeitgedehnt wiedergegeben. Auch bei den verschiedensten Beladungszuständen bleibt der Komfort erhalten. Unterschiedliche klimatische Bedingungen, die zwar teilweise auch auf Prüfständen simuliert werden können, werden auf Fahrten in die verschiedensten Länder und Klimazonen in die Erprobungsarbeiten einbezogen. In großer Höhe, bei Kälte, Hitze, Staub und Feuchtigkeit müssen sich die Fahrzeuge auch unter starker Belastung im Fahrbetrieb bewähren. Die in Verbindung mit der Dämpferbein-Vorderachse entwickelte Faustsattelscheibenbremse bietet außer der Wartungsfreundlichkeit auch den wesentlichen Vorteil geringer Empfindlichkeit gegen hohe Bremsscheibentemperaturen. Auf dem Prüfstand können extreme Belastungen simuliert werden. Die Motoren sind Weiterentwicklungen der bewährten Vierzylinder-Baureihe M102. Die Leistungsabstimmung mit hohen Drehmomenten im unteren Drehzahlbereich erfolgt unter Berücksichtigung der Fahrzeuggröße und Fahrwiderstände. Auch bei Höchstgeschwindigkeit weisen die Vergaser und Einspritzmotoren die bekannt hohe Standfestigkeit auf. Der 2-Liter Einspritzmotor ist durch Beibehaltung des mechanischen Grundsystems besonders störsicher. Elektronisch gesteuerte Zusatzfunktionen verbessern die Gemischaufbereitung weiter. Das Ergebnis: günstiger Kraftstoffverbrauch, niedrige Schadstoffemission und gute Anpassung an verschiedene Fahrbedingungen. Darüber hinaus trägt zu dem günstigen Verbrauch des Fahrzeugs außer dem geringen Luftwiderstand auch ein niedriger Rollwiderstand bei. In einem Spezialanhänger kann der Rollwiderstandsbeiwert isoliert von Umwelteinflüssen selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten bestimmt werden. Mit aufwendigen elektronischen Messgeräten wird der Verbrauch im Fahrbetrieb für die verschiedenen Getriebevarianten exakt ermittelt. Neben dem mechanischen Vierganggetriebe steht ein neues Fünfganggetriebe sowie eine neue Viergangautomatik zur Verfügung. Erstmals kann die Getriebeautomatik auf Wunsch mit zwei Schaltprogrammen ausgestattet werden. Einem Standardprogramm und einem zusätzlichen Economy-Programm, das eine besonders ruhige und sparsame Fahrweise ermöglicht.
Bei der endgültigen Abstimmung des Fahrwerks werden die elastokinematischen Eigenschaften von Vorder- und Hinterachse so aufeinander abgestimmt, dass ein Höchstmaß an Fahrsicherheit und Fahrkomfort erreicht wird. Am weitgehend fertigen Fahrzeug erfolgen verschiedene Geräuschmessungen. Dabei erfordern ständig steigende Ansprüche neue Wege bei der Bewertung. Eine speziell abgestimmte Kunstkopftechnik ermöglicht mit Hilfe einer digitalen Aufzeichnung eine genaue und reproduzierbare Innengeräuschbeurteilung. Für die Außengeräuschmessung können im Großraumprüfstand auch Freifeldbedingungen simuliert werden. Das Ergebnis der mehrjährigen Forschung, Konstruktion, Berechnung, Prüfstandssimulation, realen Fahrzeugerprobung, objektiven Fahrzeugmessung, aber auch subjektiven Beurteilung ist schließlich eine von Grund auf und in die Details völlig neue Baureihe, von deren Entwicklung hier nur einige Schwerpunkte und Ausschnitte gezeigt werden konnten. Dabei wurden die den Produkten von Daimler-Benz zugrunde gelegten hochgesteckten Entwicklungsziele erstmals in einer kompakteren Fahrzeugbaureihe realisiert. Zu den bekannten Vorzügen eines hohen Qualitätsstandards, hoher Lebensdauer und Wertbeständigkeit, sicherer Fahreigenschaften, hohen Komforts, zeitgemäßer Stilistik und überdurchschnittlicher aktiver und passiver Sicherheit kommen nun die weiteren Vorzüge geringen Luftwiderstandes, geringen Gewichts und als Ergebnis hiervon niedrigen Kraftstoffverbrauchs hinzu. Mit den neuen Modellen 190 und 190e wurde schließlich die Forderung realisiert, die von Anfang an selbstverständliches Ziel war. Auch dieses kompaktere Fahrzeug ist ein echtes